Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer, nehme ich überhaupt auf, neuen Folge, ja, von Sherlock Holmes Crimes and Punishments, Leute. So, in der letzten Folge haben wir ein bisschen unsere Ermittlungen weitergehen lassen, hier um den verschwundenen Zug zu finden und sind jetzt gerade in Chesterfield und haben auch mit dem betrunkenen Bahnhofsvorsteher locked. Geredet. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to Alles pick klar, the lock. Müssen wir wieder ein Schloss knacken, mussten wir letztes Mal auch machen, und zwar die Tasche von dem Robinson, wo wir sehr zwielichtige Verträge gefunden haben, ja. Das ist sehr, ja, böse, würde ich mal behaupten, ja. Denn der war richtig am Leute verarschen, wenn man das so... Super. Sag mal, was ist denn hier los? Ja, sehr. Guck mal, hier ist auf jeden Fall auch so ein Loch. Dann müssen wir hier nochmal eins finden. Ne, hier gibt's keins, ja. Dann müssen wir das Ganze so. Jetzt so laufen lassen, oder was? Macht Sinn, oder nicht? Ich finde, das macht Sinn. Kann ich... Aha! Guck mal, geht doch. Ach nee, guck mal. Ach, ich kann das auch so noch drehen. Och, Jesus, Mutter Maria. Ach, guck mal, super. Ich wusste nicht, dass ich das auch noch so drehen kann. Da stand alle, ich dachte so, hä? Ich dachte, ich drehe alle dann irgendwie ganz merkwürdig. Ja, okay. Werkzeug! Benutztes These Werkzeug. Tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them. Der Typ wird uns eh nichts mitteilen können, ne? Bags Spuren. Were recently dragged here. Die Säcke, okay. French wine. A remarkable vintage. Und noch mehr. These Alkohol. Bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Auch noch Diebstahl, shameful. Ja. Also der ist mir sehr unsympathisch, ja. Railway post bags. This Robinson fellow seems suspicious to me. Och Mann, ey, der ist so eine traurige Gestalt, der Bahnhofsvorsteher, ja. Der tut mir schon etwas leid. Da kann man nichts machen, ne? Ich meine, der macht seinen Job halt nicht, also... Was soll man machen? So, guck mal. A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Huh. Okay. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused. Okay, wahrscheinlich eine Attrappe. I'm oder always so. Wondering what's on your mind, Holmes. Das ist, was ich mir vorstellen könnte noch, ja? Eine Attrappe. Dresine, keine Spuren vom Zug. Eine Attrappe wäre jetzt meine Schlussfolgerung. Zugexperiment. Die demontierte Dresine scheint mit unserem Rätsel zusammenzuhängen. Bauen wir die Dresine wieder zusammen, um zu sehen, ob man sie für einen Zug halten könnte. Ja, da müssen wir dann das Zugexperiment durchführen. So, lösen Sie das Rätsel. Die demontierte Dresine scheint ja okay. I'm always wondering what's on your mind. Dann würde ich aber gerne nochmal eben mit dem. Ach, guck mal, hier ist auch noch irgendwas hier hinten. Vielleicht kann ich hier noch mal was auch noch finden. Ist auf jeden Fall Gepäck. Okay, hier sind Zeitungen. Nee, sonst ist hier jetzt aber auch nichts. Was war?
Ach, der nächste wohl, ja, okay. Vielleicht können wir nochmal mit ihm reden jetzt hier, genau. Wegen dem Werkzeug wollten wir, glaube ich, fragen, ja. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Hmm. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But der französische see, Wein. They knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Das war wahrscheinlich this der, Robinson fellow seems suspicious. Der Wein, wette ich. Ich wette es, das war der. Haben wir eine Reihe kürzlich Werkzeugen gefunden. Allerdings gibt es keinerlei Anzeichen und Aktivität an dem Bahnhof. Ne, dann machen wir doch mal, wie auch immer, jetzt dieses Experiment hier. Genau. Zugattrappen-Experiment. Okay. Handhebel machen wir natürlich an den Handhebelanschluss. Das kleine Zahnrad machen wir dann genau hier hin. I should use the appropriate object here. Achso, ja, tut mir leid. Holzrumpf. Da könnte natürlich, ach, ich kann das auch drehen, das ganze Ding, oder was? Guck mal hier. I should use the ach so, ein Rad. Okay. Das, okay. Ups. Hab ich jetzt nicht gesehen. So, die Bremse, die kommt natürlich hier hin, ans Bremsgelenk. Dann haben wir natürlich noch den Holzrumpf, da kommt am besten auch noch irgendwas dran. I should use. Ja, aber was ist denn? Hier, das Holzbrett. Alles klar. Hallo? Ah. Das ist die zusammengebaute Dresine. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Ich würde gerade gerne noch mal was nachgucken. Das heißt, dass der vielleicht doch nie in Chesterfield ankam, ja. Aber das war niemals ein Unfall, ja. Also kann ich mir vorstellen, dass er doch nicht ankam. Aber weil der halt besoffen war, dachte er, das ist der richtige Zug. Ja, was es halt nicht war. Oh. Ja, hi. Tut, tut. Ja, brauchen wir nochmal jetzt eine Lampe, ne? Hier ist die Lampe. Scheinwerfer mit Dynamo. Und die Dampfpfeife. Guck mal. Das passt wie angegossen. Hier sind alle Teile, die wir brauchen. So. I need something long for the headlight to be attached. Oh. Okay. Ja, dann müssen wir nochmal reingehen anscheinend. Was Langes braucht er. Hier ist so eine Stange. Hier, nimm doch. Hier, sag ich doch. So eine Stange nehmen. Dann können wir jetzt zusammenbauen. Super. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. Ja, the headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. Fire extinguisher. So, mal schauen, wie das Ganze schon. Guck mal, das hat die gleiche Höhe wie der Zug. Die Dampfpfeife da oben ist jetzt hier unten halt, aber das macht ja nichts. Das sprüht ja eh alles nach oben.
Feuerlöscher haben wir auch hier liegen. Guck mal, alles ist hier drin. Das ist doch perfekt. Ja. The fire extinguisher. Now, ja, genau. Let's see what we have here. Feuerlöscher und dann pfiuh, macht's fu. The steam whistle is ready to be used. Dann müssen wir den Dynamo anscheinend noch mal ein bisschen zum Laufen bringen. Ja. Das macht das Geräusch. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So, such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Alles klar, kann ich das jetzt noch benutzen, so ein bisschen so tschu-tschu, tschu-tschu-tschu-tschu-tschu-tschu-tschu. Ja. Cool, das macht mir gerade Spaß, ja. Das finde ich toll. Zugattrappe Teile einer Dresine. Da ist es. Verschwand früher. Der Zug kam nie in Evesham an. Er verschwand bereits vorher. In Evesham selbst hat jemand eine Zugattrappe eingesetzt, die aus einer Dresine und Zugersatzteilen vom Bahnhof in Chesterfield bestand. Ja. Das kann man gut kombinieren, ja. Ja, dann gehen wir nach Hause. Nicht? Gehen wir nicht nach Hause. Müssen wir noch was machen, oder was? Hier, guck mal. Archiv. Ja, nach Hause, sag ich doch. Dann müssen wir wohl zur Kutsche gehen. Bring uns nach Hause! Nach Hause! Hallo? Sag mal. Bring mich mal bitte nach Hause jetzt hier. Ich komm nicht nach Hause. Gibt's nicht. Oder muss ich dafür erst nach Evesham gehen, um nach Hause zu können? Das kann natürlich auch sehr gut der Fall sein. So, ich drücke hier am besten gar nichts. Ja, sonst, wie heißt's, hängt sich das ganze Spiel einfach auf. Ja. Möchten wir nicht. Okay, trotzdem passiert, auch wenn ich was drücke, ja. So, fortfahren. Hoffen wir mal, dass wir jetzt von Evesham nach Hause können. Wenn nicht, dann... Ach, hab ich nicht einfach hier im Zug... Now we have two maps. Ich dumm. We must combine them. Ich dumm. So, also... Wir haben hier diese Linie. Nee, das passt nicht zusammen. Ich versuche gerade so ein bisschen nachzudenken, ja. Ich weiß, es gelingt mir nicht immer gut. Aber ich versuch's halt. Hm. Sind die schwarzen Linien diese Zuglinien hier auch oder ist das das nicht? Also irgendwas Längliches brauchen wir, ja. Also guck mal, hier ist ja so. Und hier ist ja auch so. Vielleicht hier. Guck mal, warte mal. So. Hm? Passt es nicht? Ich finde, das passt. anscheinend nicht. Ach, guck mal, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich weiß gar nicht, was die hier haben. Guck mal hier. Guck mal hier. So, nee, das passt auch nicht. Ah, hier, guck einer an. Here passt wie die Faust there aufs Auge. To the railway.
Its first Nebengleis, sag ich doch. Is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Alles klar, drei neue Orte haben wir, die wir alle anscheinend untersuchen können. So. Den hier können wir uns auf jeden Fall nicht angucken, oder? Oder können wir da irgendwie jetzt hingehen? Nee, ich glaube, da können wir nicht hingehen, oder? Können wir dich irgendwie fragen darüber? The entire train has disappeared. Guck mal, das ist, glaube ich, hier. Oder? Nee. Doch, das ist hier. Guck mal einer an. So. Da mussten wir nämlich noch gar nicht reisen und können uns das halt direkt hier einmal anschauen. Aber hier. Das sieht halt eher. There was a building here not so long ago. But I don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Das ist merkwürdig. Aber hier kann ja kein Zug gewesen sein, ja? Mehrere Spuren. Pferdespuren. Und das sieht aus, als ob jemand hier einen Zug. This road should lead to the town of Evesham. Schleift hätte, ne? Oder, ach, oder Kutsche einfach, ja. Kann natürlich auch sehr gut möglich sein. Mehrere Spuren. Kann ich hier irgendwie untersuchen? Radspuren. Ja. Spuren eines schweren Fahrzeuges. Traces. Ja, let's take a closer look. Heißt, mit dem Rad, die haben mit der Kutsche den Zug weggeschliffen. Wetten? Wetten? Nothing interesting here. Nothing interesting. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. Feet 7 inches. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Als ob der das war doch nicht der Zug. Abgerissene Pole in der Nähe von Evesham. Dort sind auch Spuren eines schweren Fahrzeugs mit einer Spurweite von ca. 6 Fuß 7 Zoll zu finden, mit dem höchstwahrscheinlich Material drin. Ja, das untersuche ich ja gerade, ne? Alles Klärchen, Popärchen. A fake train. Ha! What a Dann reden wir einfach mal mit dem Bahnhofsaufseher, Vorsteher hier. Vielleicht kann er uns ja was darüber sagen, ob hier irgendwas Besonderes war. It appears that there was a small warehouse near your station and that it was disassembled. Why is that? It was burgled overnight about 2 weeks ago. The police have already started their investigation, but I doubt that they'll find anything. What was inside the warehouse? Nothing of value. A few hundred feet of standby rails and some spare railway parts. But it wouldn't be easy to steal all of that. Why would anyone want to? See you later, my good man. Wahrscheinlich haben die Typen, die den Zug geklaut haben, hier so Teile genommen, um irgendwie Strecke zu bauen, neue, und den Zug richtig zu dingsen. Wisst ihr, was ich meine? Das. Aha. Ist klar. Dann, ja, wo müssen wir noch hin? Nebengleis zwischen den Bahnhöfen Chesterfield und Evesham. Das ist der hier. Dann reisen wir einfach mal da eben hin. Das ist ja eher auf dem Weg dann nach oben weiter. Okay. Oh. Das hängt alles miteinander zusammen. Das können wir, glaube ich, auf jeden Fall schon mal. Also
Was soll ich sagen? Was wollte ich sagen, Leute? Das weiß ich nicht mehr. Was wollte ich sagen? Muss man sich schon mal festhalten, ja. Ich bin ein bisschen verwirrt heute. So. Jetzt sind wir hier am Bahnhof angelangt. Aber Leute, die Folge ist natürlich schon wieder vorbei, ne? Ich wünsche noch einen wunderschönen guten Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.